Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, ihr werdet euch fragen, warum denn heute schon wieder eine Folge? Ich hatte einfach voll Bock. Ganz ehrlich, ich hatte voll Bock. Ich bin 3 Tage auf Entzug, Leute. Nee. Also, deswegen jetzt noch eine Folge. Weil ich dachte, den Burgel, den müssen wir doch noch irgendwie, ne? Der muss noch ein bisschen gequält werden. So, aber ab morgen wird's wieder ganz normal laufen. Das heißt, da kommen die Folgen dann wieder um 17 Uhr. So wie immer eigentlich, oder wie es immer war. Dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lang rum. Gehen wir zum Burgel, oder? Ich werde mir da auch nochmal einen Respawn-Point vorsetzen. Was brauchen wir nochmal da dafür? Ich vergesse das immer. Das Bett baut mir nur einmal und dann... Ah ja, Klee und Sprig, das kriegen wir doch. Sollte kein Problem sein. Nur wir müssen jetzt mal zum Burgel, dass wir hier auch mal die ersten Quests kriegen. Und dann mal gucken, wie wir das Ganze dann hier ordentlich umsetzen. Also wie gesagt, ich bin am Überlegen, hier oben die Festung wieder drauf zu bauen. Aber mal gucken. Jetzt erstmal zum Burgel. Oh. Nee, lass mich in Ruhe. Ich hab keinen Bock auf dich. Noch nicht. Erst will ich Burgel holen und dann habe ich Zeit für dich. Weil dann brauchen wir auch die Ameisen. Dann müssen wir ja so langsam mal Richtung Ameisenrüstung kommen. Wie sieht das denn gerade? Ah, egal. Vielleicht haben wir auch Glück, dass wir noch eine Radnetzspinne gleich kriegen. Oh, da ist ein Marienkäfer. Jo, den piepen wir auch nochmal schnell. Was ist denn hier los? Hier sind voll viel Ameisen. Sehr schön. Dann... hämmern wir mal so ein Dingens hier weg. Dann können wir uns eine Schaufel machen. Und auch wahrscheinlich dann auch die erste Truhe. Aber die Truhe macht noch keinen Sinn. Erst müssen wir wissen, wohin. So. Konnte ich die Schaufel aus dem Inventar craften? Oder musste man da an die Werkbank? Ja gut, wir brauchen einen Rope. Kriegen wir schnell hin. Brauchen wir ja nur 3 Stück. So, zack. Und die Schaufel. Weil dann holen wir uns auch gleich Maden. Zack, zack. Die Nummer 6. Wo seid ihr denn? Sehr schön. Ach, die hätte ich mal scannen können. Mist. Ah, dann scannen wir uns die nächste. Nee, nicht die Fackel. Wo sie denn jetzt hin? So, erst zack, bap, zack und ja. Ja, das mit dem Scannen, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. So. So. Das nehmen wir alles mit. Hier haben wir noch ein Nüsschen. Nehmen wir das auch mit. Ich setze jedes Mal den Wegpunkt irgendwie, also diesen Marker, ne? Komisch, oder? Naja. So, und hier habe ich jetzt irgendwo auch eine Larve gehört. Aber die lassen wir noch in Ruhe. Solange sie uns in Ruhe lässt, lassen wir sie auch in Ruhe. Nur ein bisschen von dem Mist müssen wir mitnehmen. Ja, die würde ich so gern vermöbeln. Aber erst gehen wir jetzt zum Burgel. Das müssen wir zuerst mal abschließen. Setzen wir uns jetzt erstmal einen Spawnpoint vor, weil ich weiß gerade nicht. Ich glaube, ein Roboter ist nur drin. Ich bin mir aber nicht sicher. Hier hätten wir eine Larve. Soll ich sie mal ausgraben, dass wir zumindest piepen können? Ja, piepen. Oh.
Dabei haben wir das doch auch. Marienkäfer jage ich jetzt noch nicht, weil ich glaube, das macht gerade noch keinen Sinn. Brauchen wir erstmal Pfeil und Bogen. Aber wir sind fleißig am Piepen. Das ist schon mal gut. Das hört sich irgendwie nicht, naja, egal. Wir sind am Piepen. Sag mal, ich hatte doch... Hä? Ach, für die... Habe ich das für die Schaufel gebraucht? Oder wo habe ich die... Ja gut, die nebenbei der Dose sind sie ja wieder da. Gehen wir mal schnell da, ne? Gehen wir sie uns schnell holen. Und dann müssen wir so schnell wie es geht zusehen, dass wir eine Stufe 2 Axt bekommen, so Stufe 2 Hammer. Dass wir die Molaren alle sammeln können. So, die nehmen wir mit. Oh, wir haben die erste Mutation. It's leer. Ja, erste Mutation. Und das bedeutet aber auch gleich, ob sie Sinn machen oder nicht, rein damit. Weil man hat immer irgendwelche Werte, ne? Die wichtigste Mutation ist dann eh die Spinnengift und die Coupe de Gras. Die müssen wir auch bald holen. Rennen wir schnell hin, holen sie uns. So, machen wir jetzt erstmal den Respawn kurz hier hin. Müssen wir dann halt wieder an der Baseball setzen. So, wir sind fit. Halt die Frage. Axt ist halt schneller wie die Keule, ne? Hier hat sich zum Beispiel schon geändert. Hier gibt es das Gedöns mit, ne, Knöpfchen drücken nicht mehr. Hier muss man jetzt, ja, kommt man so durch. So, wir analysieren erstmal den hier. Der ist ganz wichtig. Ja, super, super. Ja, wusste ich alles schon. Perfekt. Super, weiter. Aber auch. Ja, 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 ja. Und, ja, nehmen wir den dazu. So, perfekt. Und hier ist, glaube ich, noch ein zweiter drin. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh, die Regale sind auch voll. Okay. Die waren sonst immer leer. Aber ich glaube, hier drin ist kein Roboter mehr. Unautorisiert. Ja, wir müssen dem erst helfen, dem Babsack hier. Ja, funktioniert nicht. So, hier war immer eine Kassette. Ja. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus. Dann müssen wir dem jetzt doch helfen. Oder auch nicht. Gehen wir erstmal kurz dahin. Ja, ich will den erstmal fertig labern lassen, weil sonst labert gleich Burgle nicht, dass es da irgendwelche Probleme gibt. So, war hier hinten nicht normal immer ein Scap? Irgendwie nicht. Apropos, wir hatten ja einen Scap gefunden. Und, weil sich das ja auch schon ein paar Mal gewünscht wurde, dass man die auch mal sich durchguckt, das wäre der erste Scap. Also der beim... in der Höhle beim Kabel. Ja komm, fertig Wendel. Ich muss dem Idiot hier Hilfe. Und hier haben wir auch ein ASL drin. Müssen wir wahrscheinlich hier aktivieren. Ja. Aber wir müssen jetzt erstmal dem Babsack hier Hilfe. Der Burgel, 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 Burgel. Können wir jetzt weitermachen? Der will nicht chatten. Ich glaube, jetzt ist er sauer auf mich. Gehen wir mal ein Stück weg. Das Problem ist der Text da unten. Das hatte ich in meinem Intro-Video schon. Jetzt kommt Chat with Burgle. Ja. 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 Mhm. Ja. Ach so. Ja. Genau. Genau meine Meinung. Ja. Ja, es gibt mittlerweile auch
Ich habe was gespoilert bekommen, dass da irgendwo ein Rezept gibt mit irgendeinem Smoothie oder Trank, der eventuell wieder einen wachsen lässt. Ja, komm. Das gehen wir nochmal separat in einem Tutorial durch die ganze Story, wenn sie fertig ist. Macht keinen Sinn. Ja, jetzt erzählt er. Achso, das ist bei euch wird wahrscheinlich, wenn ihr es auf Deutsch habt, stehen hier jetzt 100.000 Dinger mit DE irgendwas. Das ist, weil die Übersetzung nett ist. Deswegen spiele ich es aber auch hier auf Englisch gerade, um einfach den ganzen Kram hier mal zu sehen. Ja, goodbye. Also bei dem können wir nichts mehr machen. Außer ein bisschen draufhauen, das ist immer gut. Das tut dem kleinen Kerl immer ganz gut. So, jetzt können wir hier Knöpfchen drücken. Und dann ist nämlich die ISR, keine Ahnung. Muss ich auch noch lernen. So, jetzt ist die ASL, genau. Die ist jetzt aktiv. Die ist auch jetzt in jeder Analysestation drin. Das heißt, hier können wir jetzt hier in den Shop reingehen. Und da werden wir uns natürlich gleich für den Anfang die Multi-Story-Bases holen. Gibt es hier schon was Neues? Nö. Das ist aber die Standard-Dodge, glaube ich, die Plus. Das ist die Schmiedstation, okay. Die brauchen wir auch dann. Ja, gut. Dann haben wir drei Quests. Creed Oak Beacon, ist sehr gut. Die Grave Robbery, sehr gut. Und Spade Gulch. Spade Gulch. Ja. 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 Also Grave Robbery ist, müsste der Ameisenhügel sein. Das ist das Fähnchen hinsetzen bei der Lampe, bei der Eiche. Das ist mir ja nah dran. Und was ist Bud of... One of many lost sites in the legend says only ghosts of trailmarkers left behind. It's raise the bones of these structures to reveal them to the realm. Okay. Da muss ich mal gucken, was das für einer ist. Kriegen wir aber auch. Ah, find the hedge lab. Okay, hat sich schon erklärt. Hat sich von alleine erklärt. Cool, wir können hier looten. Das ist schon mal nice, dass wir hier am Anfang schon so das ein oder andere hier drinne kriegen. Jetzt müssen wir aber mal zurück, weil da hinten ist noch ein Zahn, den wir noch nicht einsammeln können. Aber wir machen schon mal die Tür auf. Ich glaube, da ist auch ein Punkt drin jetzt. 500er, wenn ich mich recht erinnere. Bam. Ja. Und da ist goldener Zahn, aber geht ja noch nicht. Und da haben wir einen Stein. Überlebenswichtig. Brauchen wir. Okay. Dann sind wir hier beim Burgle auch erstmal durch. Bist du ruhig? Das Coole ist, habt ihr das gerade oben gesehen mit diesem Go Home? Ich glaube, das Go Home zeigt die Questreihe an. Also zumindest die Quest, die ihr machen müsst, um wieder, um das Spiel irgendwann durchzuspielen. Ich weiß nicht, wie weit die Quests jetzt sind. Und ich denke mal, fertig wird es noch nicht sein. Aber es hat sich so einiges getan und es ist so einiges dazugekommen. Apropos, jetzt muss ich mal was versuchen. Jetzt muss ich was ausprobieren. Wisst ihr, ob man den Burgle scannen kann? Er ist ja auch eine Kreatur. Das muss ich jetzt mal testen. Nee, den kann man nicht scannen. Das wäre halt auch geil gewesen, wenn man für den eine Karte kriegt. Und dann müsste anstatt, wie oft man den getötet hat, müsste oben in der Ecke draufstehen, wie oft man den geschlagen hat. Optimal wäre das. Ganz wichtig. Ganz wichtiges Feature. So. Das heißt, ich krieg die Quests nicht mehr angezeigt, obwohl sie alle angepinnt sind. Ja. Ach, das Spade Gulch ist das nicht der Spaten-Dings-Bums da? Und da oben das Go Home, find's a Hedge Lab, das ist dann das, was ich gerade meinte. Das, ja. Heimgehen. Go home, ne? Ja. Inventory. Was ist denn hier los? Haben wir irgendwas, was wir schon fortschmeißen können? Oh, wir können was essen. Und wir könnten den noch essen. Und den noch essen.
Und den noch essen. Nochmal essen. Ich weiß, Nahrung ist voll, aber ich brauche Platz und ich will es nicht rauswerfen. Die können doch gestackt werden. Hier fehlt auch der Button. So ein bisschen was geändert. Haben wir Klee? Klee haben wir keins, war ja klar. Weil ich würde ganz gern gleich den Marker da oben setzen. Ach, das macht wieder richtig Fun. So, wie viel brauche ich denn eigentlich für den Marker? Das war doch nur ein Dingens und ein Dingens. Zwei. Okay. Ja, ist ja gut. Da haben sie ja auch wieder so das ein oder andere an Rezepten geändert, ne? Immer wieder neue Überraschungen. Deswegen muss ich jetzt auch mal ganz genau gucken, von was ich schon Tutorials machen kann und wovon nicht, weil es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt ein Tutorial rausfeuere, was eigentlich nur für die PTR dann funktionieren würde. Ist ein bisschen dämlich, ne? Also, nicht wundern, es wird da die Tage was kommen, das ein oder andere. Aber muss ich erst mal gucken, was. So, haben wir gleich die erste Mission erledigt. Sehr gut. Wenn wir gerade hier oben sind, muss ich mich mal umgucken. Ob man irgendwo noch irgendwas sieht, was sich geändert hat. So aus Entfernung. Da haben wir die Hecke. An der Hecke hat sich irgendwas, soweit ich gehört habe, noch geändert. Den Punkt nehmen wir auch gleich mit. Ja, ich glaube, sonst so sieht man nicht viel. Und die nehmen wir mit. Sehr gut. So. Dann. Ja, gehen wir schnell da vorne zur Spatenschlucht. Ich weiß halt nicht, ob wir das überleben. Das ist immer so eine Sache. Weil da sind... Was babbelst du dann als da unten? Ja gut, dann gehen wir mal schnell zur Spatenschlucht, dass die nächste Mission auch abgeschlossen ist. Und ich glaube, dann können wir uns ab morgen in der nächsten Folge schon drum kümmern, dass wir ja, erstmal Ameisenrüstung und dann so nach und nach in Richtung Hecke kommen, ne? Ach so, uns fehlt doch bestimmt wieder. Ne, wir haben alles. Glaube ich, macht noch wenig Sinn. Und er sitzt direkt da unten. Sag mal, Junge. Hau ab. Das ist doch blöd. Ich krieg dich doch noch nicht klein. Also zumindest nicht mit so einem Zahnstocher. Das ist schon fies gemacht, dass der mittlerweile... Mal lächeln. Ne? Hör doch mal auf mit deiner Sauerei hier. Das finde ich nicht in Ordnung, Junge. Jetzt ist aber genug hier. Ja, mach die anderen platt, aber lass mich in Ruhe. Daneben. Ja, so läuft's. Auch gleich ein Bombi und die Teile schmeißen wir gleich weg, weil die... Ach, Bombi. Bombi ist unwichtig. Braucht doch kein Mensch. Es wird natürlich jetzt schwer, irgendwas wegzuwerfen.
Die brauche ich ja für das Ding, Ding, Dingel, Ding, Ding, Ding. Trash Stack, komm, weg damit. Ja, die brauche ich auch, die brauche ich auch. Komm, da kann weg. Kann weg, 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 weg. So. Und ihr bleibt alle hier. Meins. Ja, geil. Ja, geil, ja, geil. Oh, nö. Heute nicht. Die nehmen wir gleich mit und da dahinter müssen wir halt aufsprengen. Also, das sind Steine dahinter. Wenn sie es nicht geändert haben. Ja, Inventar voll. Wollt ihr mich? Naja, wir müssen unbedingt mal wieder... Hä? Ah, ich wollte gerade sagen, warum nur 5 Stück? Die hauen wir uns mal rein und dann können wir hier wieder fleißig mitnehmen. Ja, die Nüsschen lassen wir liegen. Cool! Funktioniert doch schon mal ganz gut hier. Nur jetzt müssten wir so langsam mal wieder Richtung Heimat kommen. Dass wir mal Platz im Inventar bekommen. Ja, ist richtig. Boah, die schon wieder. Die sind echt überall, oder? Ich gehe aber auch jedes Mal mit dem Hammer da drauf, ne? Lass den Kerl in Ruhe hier. Kann ich eh nicht einsammeln. Oh, da ist ein Hotdog. Da haben sie auch Änderungen gemacht. Warte mal, wenn da der Hotdog ist und da das Brett, dann muss ich ja in die Richtung. Ungefähr. So in etwa. Ah, siehst du? Passt doch. Wo bauen wir das Hütchen hin? Ich wäre halt dafür, vielleicht hier oben drauf zu bauen. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Weil hier finde ich schon cool, man hat so diese Rampe nach oben, wisst ihr? Diesen, ja, Weg nach oben halt. So, jetzt müssen wir aber was fortschmeißen, weil das brauche ich unbedingt für die Bögen. Das ist jetzt ein bisschen, ah doch, warte mal, die können jetzt weg. Trash, Trash, weil das können wir uns direkt wieder sammeln. Da können wir jetzt gleich unseren Bogen herstellen. So, das heißt, als Mission müssen wir jetzt zunächst erstmal die Ameisen besuchen. Sollte man hinkriegen. Und anschließend habe ich irgendwas zum Aufhängen? Ja. Ah, wir hätten auch ein paar Sachen analysieren können. Ah, das Körbchen ist auch noch voll. Bogen. So, jetzt müsste ein bisschen Platz sein. Ja, haben wir. Ach, ich will hier noch keine Truhe hinstellen. Das ist... Na gut, wir können sie ja mittlerweile wegschleppen, ne? Ne, wir machen noch ein Körbchen hin. Ich weiß, die Dinger sind... Ne? Muss ich ja jetzt nichts sagen. Aber ja... Ach ja, noch ein Crude Rope. Und 4x Clover Leaf. Dann können wir auch gleich analysieren hier vorne. Da haben wir ja schon einiges jetzt wieder in einer Folge hier geschafft. Hier voll der Speedrun, oder? Ja, Spiel in einer Stunde durchgespielt, oder wie hier? Was ist denn los heute? Ja, das ist schon ganz hippelig. 3 Tage nicht gespielt. Am liebsten würde ich heute einen Livestream machen, aber es geht leider nicht. Weil ich heute
Mittag die Kinder dann allein hier habe. Und das könnte Chaos geben. Das ist nix gut. Ah, ich wollte gerade schon sagen, wir müssen zum Burgel Mission holen. Aber nein, wir müssen nicht mehr zum Burgel Mission holen. Ist doch geil. Das machen wir jetzt direkt hier. So, und die wären erstmal wichtig. Sehr gut. Oh. Ja, dann holen wir doch gleich Missionen. Burgle-Quests. Ach so, geht ja noch nicht. Ja, klar. 1900 Punkte. Torch-Upgrade. Nee. Wollen wir nicht. Nein, heute nicht. Heute nicht. Jetzt können wir Platz machen. Das kann weg. Das lassen wir alles mal im Inventar. Weil vielleicht haben wir die Möglichkeit, irgendwo zu analysieren. Der muss dann gleich runter in die Leiste. Zumindest Bogen ist schon mal besser wie der ganze andere Kram. Ach, der, gut, der taucht eigentlich nichts, aber egal. So, die Fackel hier hin. So, sieht schon besser aus. Muss ich gerade überlegen. Irgendwas wollte ich doch gerade machen. Ach so, ich wollte mal was gucken. Second Slot, Repair Drop, Action Close. Was ist Actions? Repair Drop, Trash One, Trash Stack. Okay. Also mit der Taste Y könnt ihr jetzt auch Waffen zerlegen. Aber ich glaube, ihr kriegt dann nichts raus. Ihr könnt sie einfach nur zerlegen, wenn ich mich nicht täusche. Also wir können ja mal testweise irgendeine Waffe mal kurz herstellen, um es mal auszuprobieren. Machen wir uns nochmal einen Speer. Und unseren angeknabberten Speer, den machen wir jetzt mal Trash One. Ich habe kein Material zurückgekriegt. Also das funktioniert wohl nicht. Aber gut, ich würde sagen, wir sind bei 30 Minuten angekommen. Ihr kennt das Spielchen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall morgen dann wieder ab 17 Uhr ganz normal. Ja, in der nächsten Folge. Also, bis dann und tschüss.